Hallo, geliebter Bruder Schatz. Ja, was wir in Wirklichkeit sind. So grenzenlos. Ja. So gigantisch. So aus der Sicht des Menschen, des Egos, können wir das gar nicht fassen. Aber es ist die Wirklichkeit. Ja, Gott hat wirklich jeden von uns, die ganze Schöpfung anvertraut. Der Vater ist bei uns mit seiner Stimme. Das ist heute unsere Lektion. Ja, Gottes Stimme, heilende Stimme, schützt heute alle Dinge. Ja. Nur und nur und nur, und das erfahre ich jeden Tag, wenn ich den Mut habe, ganz in die Ganzheit zu gehen und jeden Bruder als eins mit mir in Gott zu sehen. Das reimt sich sogar. Und mich voller Vertrauen dem Vater hingebe und seine Stimme vertraue, dem Heiligen Geist und den Jesus Christus in mir, der meine Hand hält und mich führen lasse. In jeder Situation mag sie noch so unbedeutend sein, sie ist nicht unbedeutend. Dann ist wirklich diese heilende Stimme da, die alle Dinge schützt. Das heißt, durch seine Führung, durch des Vaters Führung über mich, über meinen Geist, der ja das Ganze ist, werden dann alle Wesen grenzenlos geliebt und gesegnet. Aber das muss ich zulassen wollen, dass ich diese grenzenlose, eins mit dem Vater, grenzenlose, allmächtige Mutter bin, sozusagen, dass der Vater durch mich wirklich alle schützt und alle heilt, dass die Welt der Trennung und der Angst und der Schrecken in meinem Geist ursächlich aufgehoben werden kann für alle Lebewesen. Das ist ja kaum fassbar, wir denken ja, da ist eine Welt da draußen, nichts. Die machen wir immer durch unseren Gedanken. Die Ursache ist nur in unserem Geist und da können wir sie berichtigen, nur da. Und das Schöne ist, es ist schon alles berichtigt worden, wir müssen es nur noch zulassen. Und merken, wo wir noch festhalten. Wo uns noch Dinge wichtig sind, die wir wertschätzen in dieser Welt der Trennung. Unsere Bilderwelt, die wir gemacht haben, die muss ich aufgeben. Wollen. Keiner tut's für mich. Sonst bleibe ich in Krankheit, Leid und Tod und werde, ja, ich werde einfach immer in Angst bleiben. Das kann ich zigmal am Tag erleben. So wie ich auch nur einen Moment mich eingesperrt im Körper fühle, ist sofort Angst da. Das habe ich früher nie gemerkt. Das habe ich dann einfach durch magische Gedanken versucht, in den Griff zu halten. Oder in den Griff zu bekommen. Nein, das nützt alles nichts. Ich brauche meine Heiligkeit, meine Ganzheit, whole and holy im Vater. Mein heiliges Selbst, was ich mit jedem teile. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Okay, wir steigen ein. Das Vertrauen in den Vater ist die Voraussetzung überhaupt, dass ich rauskomme. Und in seine Stimme. Und darum, jetzt zur Einleitung. Jetzt kommen wir zu ihm mit nichts als seinem Wort in unserem Geist und Herzen. Und warten darauf, dass er den Schritt zu uns tut, von dem er uns durch seine Stimme sagte, dass er ihn nicht versäumen würde, wenn wir ihn einlüden. Er, also der Vater,
hat seinen Sohn in all dessen Verrücktheit nicht verlassen. Also der Vater hat mich nicht verlassen, noch dessen Vertrauen in ihn verraten. Also der Vater vertraut mir als das, was ich wirklich bin. Hat seine Treue eben die Einladung der nicht verdient, die er sucht, um uns glücklich zu machen. Also darin liegt so eine Freude. Ja, Vater, ich will mich dir ganz hingeben und von dir mich führen lassen, damit du mich glücklich machst und durch mich alle. Wir wollen sie anbieten und sie wird angenommen werden, ja. Auf diese Weise werden unsere Zeiten nur mit ihm verbracht. Wir sagen die Worte der Einladung, die seine Stimme vorschlägt, und dann warten wir darauf, dass er zu uns komme. Habe ich gemacht. Und wieder hat der Vater gesagt, du hast mich doch nicht verlassen. Du bist ganz geborgen in meinen Liebesarmen. Und wenn wir uns mit dem Menschen immer noch ein bisschen identifizieren, dann können wir uns das gar nicht vorstellen, dass der Vater uns liebt. Weil wir uns so schuldig fühlen, uns von ihm getrennt zu haben. Wir wagen es nicht, in seine Liebesarme zurückzugehen, obwohl es doch unsere einzige Sicherheit ist. Ja. Und da brauchen wir wirklich den Jesus Christus. Ich brauche dich, Jesus Christus. Ohne deine Ermutigung und unser gemeinsames Einssein komme ich keinen Schritt weiter. Komme ich einfach nicht. Ich brauche wirklich dich und ich weiß, dass das wahr ist. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Was du gesagt hast, ist richtig. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich würde keinen Schritt weiterkommen. Nur im Einssein mit dir, Jesus Christus. Öffnet sich mein Herz und Geist und diese Angst geht raus aus dem Geist. Und ich fühle mich auf einmal geborgen, geliebt von dir und vom Vater. Das ist der ganze Dreh. Ja. So, jetzt die Betrachtung. Was ist der Christus? Ich werde gefragt, ob ich glücklich bin. Nein, im Moment fühle ich mich nicht glücklich, Jesus. Ja, du hast recht, ich bin ja glücklich erschaffen worden. Ich bin glücklich erschaffen worden, ich bin das Ganze und darum bin ich glücklich. Ja, das stimmt. Also ich kann jeden Moment umschalten. Das passiert sekündlich. Entscheide dich für den Himmel, entscheide dich für die Ganzheit, für den Christus, den Sohn Gottes, der eins mit dem Vater ist und im Vater. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Puh. Ja, das mache ich jetzt. Christus ist Gottes Sohn, wie er ihn schuf. Er ist das Selbst, welches wir miteinander teilen und das uns miteinander eint und auch mit Gott. Ja. Ja, wenn ich das fühle, dann ist sofort Glück da. Er ist der Gedanke, großgeschrieben, der nach wie vor im Geist wohnt, der seine Quelle ist. Also ich bin der Gedanke Gottes, ich bin der Christus, der in Gott wohnt. Er hat sein heiliges Zuhause nicht verlassen, noch hat er die Unschuld verloren, in welchen er erschaffen wurde. Whole and holy, im Vater. Er weilt unverändert und für immer im Geist Gottes. Ja, ich bin der Christus, ich weile im Geist der Gottes und ich bin vollkommen heilig und geheilt und unschuldig. Das ist meine ganze Erlösung und die deine. Da ist sofort Freude da, da ist sofort Freude da. Hui, hui. Dreht alles um. Christus ist das Bindeglied, das dich eins mit Gott erhält und dafür bürgt, dass die Trennung nicht mehr als eine Illusion der Verzweiflung ist. Denn Hoffnung wird für immer in ihm weilen. Dein Geist ist Teil des Seinen und der Seine Teil des Dein. Also wir sind eins, der Christus ist bei mir. Puff, ja. Er ist der Teil, in dem die Antwort Gottes liegt, wo sämtliche Entscheidungen bereits getroffen und Träume vorbei sind. Er bleibt von allem unberührt, was die Augen des Körpers wahrnehmen. Denn obwohl sein Vater die Mittel für deine Erlösung in ihn gelegt hat, bleibt er dennoch das Selbst, das wie sein Vater keine Sünde kennt.
Also diese ganzen Bildchen, die ich gemacht habe, diese ganze falsche Wahrnehmung, die ganze Zerstückelung überhaupt nicht sieht oder übersieht, aufhebt. Er sieht hinter diesen Erscheinungen die Wirklichkeit. Als Heim des Heiligen Geistes und in Gott allein zu Hause bleibt Christus in Frieden im Himmel deines Heiligen Geistes. Wunderbar. Also der Christus in mir ist das Heim des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die Stimme meines Heiligen Christus selbstes. Ja. Puh, und das ist der einzige Teil von dir, der in Wahrheit Wirklichkeit besitzt. Also das bin ich. Der Rest sind Träume. Doch werden diese Träume Christus übergeben werden, um vor seiner Herrlichkeit zu verblassen und dir endlich dein heiliges Selbst, den Christus, zu offenbaren. Also ich gebe alles dir, Jesus Christus, und dem Heiligen Geist, damit ihr alles wegleuchtet. Also in konstanter Vergebung. Ja, am besten denke ich überhaupt nicht selber, sondern lasse mich von euch führen und benutze nur die Gedanken, die mir gegeben werden. Der Heilige Geist reicht aus dem Christus in dir in alle deine Träume und heißt sie, zu ihm zu kommen, um in die Wahrheit übersetzt zu werden. Er wird sie gegen jeden letzten Traum austauschen, den Gott als Ende der Träume bestimmt hat. Nur den Christus sehen. Denn wenn die Vergebung auf der Welt ruht und Friede zu jedem Gottessohn gekommen ist, Gottessohn großgeschrieben, was könnte es noch geben, um die Dinge weiterhin getrennt zu halten? Denn was bleibt dann zu sehen außer Christi Antlitz? Also jeder ist der Christus. Die ganzen Figuren, die ich erfunden habe, sind nur Ideen in meinem Geist und sie sind völlig falsch, diese Mickermännchen, diese Sterbenden. Hinter jedem, also ich habe praktisch meine Brüder alle getötet, eingesperrt. Ja, und jeder ist der Christus. Eieiei, wäre jetzt sehr viel besser. Sehr, sehr viel besser. Bist du schon die Freude, die Heiligkeit, die Herrlichkeit im Vater? Jetzt, wo du sagst, ja. Ja, du weißt, wer ich bin. Der Vater weiß, wer ich bin. Und ich muss mich nur dir hingeben, Jesus. In meinem Geist mich mit dir verbinden. Vertrauen, dass wir eins sind. Und dass du alles durch mich tust mit dem Heiligen Geist. Tja, wie lang wird dieses heilige Antlitz gesehen werden, wenn es nur das Symbol dafür ist, dass die Zeit des Lernens nun vorbei und das Ziel der Sühne zu guter Letzt erreicht ist? Also ich muss das wollen. Ich muss wollen, dass ich hinter jedem Mickermännchen, das ich projiziert habe, wirklich den Bruder sehe, der eins mit mir im Vater ist. Also die Körper übersehe, meine Brüder nicht mehr töte, die Formen loslasse und das heilige Antlitz Christi sehe. So lass uns denn das Antlitz Christi zu finden suchen und auf nichts anderes schauen. Wenn wir seine Herrlichkeit erblicken, werden wir wissen, dass wir weder des Lernens noch der Wahrnehmung noch der Zeit bedürfen, noch irgendetwas außer des Heiligen Selbst, des Christus, den Gott als seinen Sohn erschaffen hat. Das ist die Schöpfung. Dieses Heilige Selbst in jedem sehen, das ist eine Entschlossenheit, aber nur so kommen wir raus. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir sind das Ganze und jeder ist das Ganze und jeder hat die Funktion, Bruder. Du hast die Funktion, deinen ganzen Film aufzulösen. In diesem Sinne, eins mit Gott Vater und eins mit Jesus Christus. Dieses heilige Selbst sind wir wirklich wie eine Gottmutter, die allen eine neue Geburt gibt als den Christus. Wir geben in unserem Geist jedem die Ehre, Gottes Schöpfung zu sein. Wir haben alle getötet. Wir haben alle gefoltert. Wir haben ein Denksystem erfunden von Krankheit, Leid und Tod, wo alles nur Schmerz erleidet und in Schrecken lebt. Diese Bilderwelt, nein. Gott hat nur das Ewige erschaffen, den einen heiligen Sohn, der wir alle sind. Dieses eine heilige Selbst, der Christus, das sind wir alle. Und nur in dieser Gleichheit ist Liebe. Nur in dieser Gleichheit ist Frieden.
und Freude und Heilung. Gut, die Lektion von heute, Lektion 275. Gottes heilende Stimme, Stimme natürlich groß geschrieben, schützt heute alle Dinge. Das braucht Erklärung. Also Gottes heilende Stimme ist die Stimme meines heiligen Selbstes. Die Stimme für Gott. Die Stimme des Christus Selbstes, des Heiligen Geistes. Und die schützt heute alle Dinge. Es ist meine wahre Stimme, deine wahre Stimme, unseres Heiligen Selbstes. Lasst uns heute auf die Stimme für Gott achten, die eine alte Lektion spricht, die heute nicht wahrer ist als an irgendeinem anderen Tag. Doch heute wurde dieser Tag als jene Zeit gewählt, in der wir suchen, hören, lernen und verstehen werden. Suchen, hören, lernen und verstehen werden. Schließe dich mir beim Hören an, das sagt jetzt Jesus Christus. Schließe dich mir beim Hören an. Ja, das will ich. Denn die Stimme für Gott berichtet uns von Dingen, die wir alleine nicht verstehen noch getrennt erlernen können. Ganz wichtig. Ich kann das nur mit dir, Jesus Christus, zusammen lernen und verstehen. Die Stimme für Gott berichtet uns von Dingen, die wir alleine nicht verstehen noch getrennt erlernen können. Also nur mit dir zusammen. Das ist es, worin alle Dinge geschützt sind. Aha, dass wir das gemeinsam tun. Richtig. Und darin wird die Heilung der Stimme für Gott gefunden. Also wenn wir das gemeinsam tun, im Einssein, dann erfahren wir diese Heilung. Und wir dehnen sie aus. Ich muss das jetzt nicht verstehen, jetzt einfach nur annehmen. Ich muss es einfach nur annehmen. Sagt ja auch immer. Muss nichts verstehen, nur machen. Ja, Vater, deine heilende Stimme schützt heute alle Dinge. So überlasse ich denn alle Dinge dir. Ja. Ja. Ich brauche mich um nichts zu sorgen. Denn deine Stimme wird mir sagen, was ich tun, wohin ich gehen soll, zu wem ich sprechen und was ich ihm sagen soll. Welche Gedanken ich denken und welche Worte ich der Welt geben soll. Also ich drehe zurück und lass mich führen. Die Sicherheit, die ich bringe, ist mir gegeben. Also wenn ich auf die heilende Stimme Gottes höre, bin ich vollkommen sicher, mache ich keine Fehler. Die Sicherheit, die ich bringe, ist mir gegeben. Vater, deine Stimme schützt durch mich alle Dinge. Also wenn ich mich von der Stimme für Gott führen lasse, keine Entscheidung selber fälle, nur seine Gedanken benutze, die er mir gibt, mich vollkommen führen lasse, dann sind durch mich alle geschützt. Ich bin dann das Ganze und schütze das Ganze. Sehe in jedem den Christus, dehne mich aus zu ihm, liebe jeden als Teil von Gott und Teil von mir. Du merkst schon, nur in dieser Ganzheit, die wir sind, können wir überhaupt unsere Funktion erfüllen. Als Mensch, als Körper, als Person, wenn wir es noch so anstrengen, unmöglich. Unmöglich. Ich muss die Funktion übernehmen, dass Gott mir die gesamte Schöpfung anvertraut hat, die Ganzheit. Dann ja. Und im Vater meine Identität annehmen. Gottes heilende Stimme schützt heute alle Dinge. Wie das geht, fragt mich Jesus. Nur indem ich akzeptiere, dass du und ich eins sind, dass ich dieser Christus bin und dass wir diese Identität teilen, Jesus. Dass der Vater mich und dich vollkommen gleich erschaffen hat. Ich darf dich nicht auf den Thron setzen. Lord Christus, nix. Wir sind ein Selbst, vereint mit unserem Schöpfer. Wir sind vollkommen gleich. In dieser Gleichheit, da liegt alle Heilung. Und die muss ich auf jeden Bruder und jedes Lebewesen ausdehnen, mit dir. Und das geht nur mit dir, weil du deine Ganzheit akzeptiert hast und weil du alle
Lektion gelernt hast, Jesus Christus. Du hast sie alle gelernt. Und an deiner Hand, von dir geführt, vom Heiligen Geist geführt, der Stimme meines Heiligen Christus Selbstes, bin ich sicher. Und dann schützt Gottes heilende Stimme heute alle Dinge. Gottes heilende Stimme schützt heute alle Dinge. Lass uns heute auf die Stimme für Gott achten, die eine alte Lektion spricht, die heute nicht wahrer ist als an irgendeinem anderen Tag. Doch wurde dieser Tag als jene Zeit gewählt, in der wir suchen, hören, lernen und verstehen werden. Schließe dich mir beim Hören an. Ja, Jesus, das tue ich. Denn die Stimme für Gott berichtet uns von Dingen, die wir alleine nicht verstehen, noch getrennt erlernen können. Also wir können diese ganzen Lektionen des Kurses nur mit dir zusammen, Jesus Christus, erlernen. Richtig, sagt er. Das ist es, worin alle Dinge geschützt sind. An deiner Hand will ich gehen. Darin wird die Heilung der Stimme für Gott gefunden. Also wenn wir gemeinsam, ich mit dir, Jesus Christus, mit dem Heiligen selbst, jeden Schritt gehe, darin wird die Heilung der Stimme für Gott gefunden und auf diese Stimme unseres Heiligen Selbstes hören, das sich mit jedem vereint, das jeden gleich sieht, das jedem alles gibt, gib allen alles, damit du hast, lehre Frieden, damit du ihn lernst. Achte nur auf das Reich Gottes, das ist ja das Heilige Selbst, das Ganze. Und alles wird dir gegeben. Tja. Jetzt das Gebet. Deine heilende Stimme schützt heute alle Dinge. So überlasse ich dann alle Dinge dir. Ja. Ich brauche mich um nichts zu sorgen. Nein. Denn deine Stimme wird mir sagen, was ich tun, wohin ich gehen soll, zu wem ich sprechen und was ich ihm sagen soll, welche Gedanken ich denken und welche Worte ich der Welt geben soll. Bin also völlig sicher. Die Sicherheit, die ich bringe, ist mir gegeben. Ja. Vater, deine Stimme schützt durch mich alle Dinge. Ja, das ist der einzige Grund, dass wir hier sind, Bruder, das ist der einzige Grund. Wir sind im Vater geborgen, wir machen uns keine Sorgen. Wir sind das ganze Heilige Selbst, eins mit Jesus Christus im Vater. Wir sind der Himmel im Himmel. Und hier nur mit diesem Körper, damit wir jedem alles geben, uns jedem hingeben. Also praktisch unser Leben mit jedem Wesen teilen und so mit allen heilen. Dann sind durch uns tatsächlich alle Dinge geschützt. Ja, ich fühle, wie in dieser Ganzheit, ist unglaublich, Gott Vater praktisch durch mich alle segnet. Ja, ich merke einen Widerstand, Jesus, das ist so. Ja, das ist ja irre. Was sagt dir diese Stimme? Ich kann doch nicht den Körper verlassen, dann bin ich doch tot. Nein, der Körper ist doch nur ein Bild. Das Leben ist in der Ganzheit. Das Leben ist nur in Gott. Also was mir das Ego sagt, du kannst doch nicht den Körper verlassen. Ja, wenn ich immer glaube, im Körper zu sein, dann bin ich gekreuzigt. Dann bin ich getrennt von Gott und von meinem Bruder. Ich muss im Geist den Körper verlassen, in die Ganzheit gehen. Aber da ist eine riesen Angst vom Ego. Körper verlassen heißt sterben, nein. In den Himmel gehen heißt sterben, nein. Diese Ideen muss ich in meinem Geist löschen lassen. Tu es jetzt, sagt Jesus. Heiliger Geist. Lösche die Idee, für mich und alle meine Brüder im ganzen Universum, dass Körper verlassen sterben heißt und dass in den Himmel gehen sterben heißt. Lösche es aus meinem Geist. Ich bin der Himmel im Himmel. Ich bin der Heilige Sohn Gottes. Ich bin die Ganzheit. Und in der Ganzheit liegt alles Leben. Das schützt alle Dinge. Indem ich die Ganzheit annehme, jetzt mit dir zusammen, Bruder, wir sind die Ganzheit. Und in der Ganzheit, nur in der Ganzheit können wir uns mit Jesus Christus verbinden.
Wir teilen eine Identität in der Ganzheit. Nicht anders, nicht als Anbeter. Dann bleiben wir der Körper. Bitte, bitte, Jesus, hilf mir, Vater, hilf mir. Nein, das geht nicht, da bleiben wir Anbeter. Und er kann uns nicht helfen. Jesus muss darauf warten, dass wir diese Ganzheit annehmen. Dass wir uns ganz klar sagen, ja, ich bin der heilige Sohn Gottes. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin in Gott geborgen, zu Hause, das Ganze. Und wenn jetzt noch so sehr diese ganzen Energien der gesamten Trennungsmatrix dagegen gehen und mich versuchen, in diesen Körper ziehen, Bruder, es ist nicht schwierig. Bin ich nun der Herr Jesu Gottes oder nicht? Glaube ich dem Vater, dass er mich erschaffen hat, sich ausgedehnt hat zu mir? Ja. Und dann bist du wo? In deinem Vater. Und sofort kommt Glück in deinen Geist. Ja, der Vater hat mich glücklich erschaffen. Der Vater hat mich nicht in diesen Körper gesteckt, wie ich immer glaubte, um die Welt zu retten. Nix da. Ich bin da nicht drin. Ich war nie da drin. Ich bin im Vater. Der Körper ist nur ein Lehr- und Lerninstrument. Wir sind da nicht drin. Wir sind da nicht eingesperrt. Glaub es nicht. Denn dann bist du voller Angst und Schrecken. Und dann kannst du gar nicht erwachen. Das ist unmöglich. Dann hast du Angst vorm Erwachen. Angst vor der Heilung. Heilung ist die Ganzheit. Wir sind heilig und geheilt im Vater, denn wir sind so geblieben, wie uns der Vater erschaffen hat. Wir sind seine Ausdehnung. Und nur und nur und nur in Gott zu Hause, als der Christus. Ja, das sind gewaltige Lektionen, Bruder. Die sind gewaltig. Wir können dieses Ausmaß noch gar nicht begreifen. Aber sei entschlossen. Sei entschlossen, tritt zurück und lass dich führen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ach Jesus, im Geiste geht's mir gut. Ich fühle deine Präsenz, ich fühle die Präsenz des Vaters, ich fühle die Liebe und bin dankbar. Aber auf der Ebene des Körpers, muss ich ehrlich zugeben, da wühlt es. Das ist also ein... Mach den Sprung. Schalte um. Ich bin in Gott zu Hause. Da gibt es kein Leid. Nee, ich habe jetzt keine Angst mehr, den Körper zu verlassen. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin im Vater. Nimm einen Bruder rein. Gut. Ja, ich nehme jetzt den Berthold rein, zu dem ich ja nächste Woche fahre, am Montag. Für 10 Tage gibt es dann keine Videos. Ja. Und? Hey, nur Freude. Ja, und dann kann ich jeden Bruder reinnehmen, den ich will, und bin in der Freude. Also das stimmt, wenn ich nur einen einzigen Bruder in der Wahrheit, also in diese heilige Beziehung gehe, dann sind alle drin gesegnet. Ja. Wow, das ist ja toll. Wir sind eins im Vater. Wunderbar, schönen Tag, ich liebe dich.